Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Und wie ich gestern gesagt habe, geht es heute ein bisschen um die verschiedenen Häuser, beziehungsweise welches Haus das beste Haus ist. Es gibt nämlich ein Haus, was eine Quest in Azkaban hat, was die anderen Häuser nicht haben. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr nämlich dieses Haus nehmen. Und das Haus ist Hufflepuff. Jedes Haus hat so ungefähr die gleichen Questlines, nur Hufflepuff hat die Questline mit Azkaban. Da seid ihr ungefähr 10 Minuten in Azkaban und könnt euch da ein bisschen umsehen. Das seht ihr aber gleich noch alles. Wichtig jetzt, was ihr wählen müsst, damit ihr in Hufflepuff reinkommt. Ja, Platz hier. Oben haben wir Gryffindor. Dann kommt Ravenclaw, dann Hufflepuff, dann Slytherin. Aber auch, wenn ihr das Falsche oder was anderes wählt, ihr könnt hier noch ein anderes Haus wählen. Das setze ich genau davor. Da mit Kreis. Könnt ihr auch noch ein anderes Haus wählen. Aber Hufflepuff braucht ihr für Azkaban. Also wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr auf jeden Fall Hufflepuff nehmen. Und würde ich sagen, kurzer Schnitt, dann sehen wir uns in Azkaban. Da sind wir. Gefangener der Liebe. Das Porträt von Eldridge Diggory, dem ehemaligen Zauberminister, könnte Informationen für mich haben. Sprich mit dem Porträt von Eldridge Diggory. Also ich habe jetzt nur Hauptmissionen gemacht. Leute, wie lange habe ich gebraucht? Ich würde sagen, 2 Stunden ungefähr. Nur Hauptmissionen gemacht und dann seid ihr hier bei dieser Mission angelangt. Und die Mission ist Gefangener von Azkaban und die machen wir jetzt einmal komplett. Die machen wir einmal komplett ungeschnitten zusammen. Er war mal Zaubereiminister, glaube ich. So, dann laufen wir erstmal zu dem Porträt. Das ist für mich auch spannend, weil das habe ich auch noch nicht gemacht. Deswegen, hier werde ich auch ganz genau gucken. Das wollte ich schon seit Tagen mir anschauen, Azkaban. Ist echt schade, dass sie das nur in Hufflepuff haben. Diggory, ja. Diggory. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir sind auch alle gespannt, wie es wird, wie es aussieht und so. Man kommt echt bis nach Azkaban und kann sich das angucken. Nur in Hufflepuff. Also wie gesagt, ich habe nur Hauptmissionen gemacht. Zaubertränke, Merlin, Accio gelernt, Leviosa gelernt, Arsenio gelernt, Incendo gelernt. Okay, muss hier runter. Chillig, chillig, chillig. Aha. Ach, hier geht's zu Hufflepuff. Deswegen nur ein Hufflepuff. Okay. Mit dem sprechen. Interagieren. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja. Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory. Ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen Jahrzehntealten Angeber aufzuklären. Dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre eine Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hogsfield. Soll ich ihr sagen, dass Sie kommen? Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit Ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als Sie denken. Ich sehe Sie dann dort. Bald, hoffe ich. Sprich mit Helen. 1000 Meter, okay, das porten wir uns. Ich habe eine Frage zu den Porträts. Ach du Kacke. Soll ja richtig laufen. Wie kommt der Ton aus dem Porträt? Ist das magischer Ton? Sind das keine Schallwellen? Höre ich das nur in meinem Kopf?
Oder hat jedes Porträt irgendwie Lautsprecher? Und ja. Also wie funktioniert das mit dem Ton? Also dass sich das Bild irgendwie bewegt und der Typ da drin lebt, das kann ich ja noch irgendwie mit Magie nachvollziehen. Aber wie kommt der Ton da raus? Das würde ich gerne wissenschaftlich erläutert bekommen. Einfach reden. Ja, aber das ist ja ein Bild. Der hat ja keine Lungen, keine Stimmbänder. Da kann er keinen Ton erzeugen. Das würde ich gerne wissen. Wie das funktioniert. Genauso durch Magie. Okay, also sind magische Schallwellen, die zu Ton werden, ja? Schreibt's mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr da eine geile Theorie zu habt. Vielleicht wurde das ja auch irgendwo mal erklärt in den Büchern. It's magic. Nee, so einfach lasse ich mich nicht abspeisen. Ich will das schon wissenschaftlich erläutert bekommen, wie das funktioniert. Vielleicht ist es ja auch nur in meinem Kopf, das kann ja auch sein. Dass das durch Magie in meinen Kopf projiziert wird. Aber das macht keinen Sinn. Weil in den Filmen sprechen die Porträts ja auch und alle hören es. Ah, das kann nicht sein. Es wird also irgendwie, kommt da Ton raus. Hm. Oh, guck mal, hier ist ein Labyrinth. Cool. So, angekommen. Helen Thistlewood. Das muss der Ort sein, den Minister... Ah, da sind Sie ja. Schön, dass Sie meinem Rat gefolgt sind. Madame Thistlewood, ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er bat mich, mit Ihnen zu sprechen. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie krass gefunden. Als also für jeder kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat die Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Azkaban wollte ich schon immer mal sehen. Ich bin dabei. Wir sind sowas es scheint schon dabei. Auf manche einen gewissen Reiz auszuüben. Aber es kann furchtbar verstörend sein. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Ich bin ready, aber sowas von. Dann los. Machen Sie sich bereit. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, mir ist noch niemand zersplintert. Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Es dauert nur einen Moment. Also ich weiß nicht, wer von euch schon die Story durchgespielt hat, ne? Aber das war gerade übel spannend mit dem Jackdaw und so. Jetzt geht's ab. So sieht's also in Azkaban aus. Oh, da sind sie. Da sind sie.
Mach die jetzt. Expecto Patronum. Einfach ein Häschen. Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Danke für die Warnung. Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Bloß nicht den Kopf verlieren. Hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehen würde. Diese Dementoren. Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Vorsicht vor Anne. Sie ist schon viel länger hier als der Rest von uns. Versuche natürlich irgendwas zu erhaschen. Mit meinem Zauberstab würde ich euch alle Crucio verpassen. Du jagst mir keine Angst ein. In Hogwarts wären sie so wenig von dem, was man wissen sollte. Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle es. Ist da. Warum quälst du mich noch weiter? Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt. Ich bin Schülerin aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das sie entlasten soll. Ah, das Buch. Das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Was wollen Sie damit sagen? Dass die fehlenden Seiten in einer Höhle sind? In der Nähe von Upper Hogsfield? Hogsfield fehlt. Die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe? In Ruinen? In der Nähe von Upper Hogsfield? Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach. Finde die Seiten aus deinem Buch. Helen? Ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Aber Madame Thistlewood, ich... Na gut. Ich finde Jackdaws Höhle. Okay, das war Azkaban. Ich muss sagen... Bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir viel, viel, viel mehr erhofft. Alter Schwede, habe ich mir mehr erhofft. Aber ja, jetzt wisst ihr, wie er nach Azkaban kommt. Nur mit Hufflepuff. Und jetzt geht die Story ganz normal weiter in Jackdaws Grab. Lasst mich ja gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das fandet. Ich fand es jetzt nicht so spannend. Lasst ein Like auf dem Video, folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.